Dislikes werden bald entfernt. Bevor das passiert, schauen wir uns die unbeliebtesten Roblox-Spiele an, weil das irgendwann vielleicht nicht mehr gehen wird. Aber keine Sorge, es ist nicht so dramatisch, wie es für manche von euch vielleicht klingen wird. Vielleicht finden es manche auch gut, denn Roblox hat noch nicht offiziell angekündigt, dass sie Dislikes entfernen werden. Aber es schwirrt schon so seit etwa einem Jahr im Raum herum, ob Roblox irgendwann die Dislikes von den Spielen entfernen wird. Ob die das so machen werden wie YouTube, wo man zwar noch disliken kann, aber man sieht die Anzahl nicht mehr. Das weiß man nicht. Vielleicht wird es auch nie passieren. Aber es gab damals schon Zeichen dafür, es gab User, die AB-Tests hatten, in denen sie in der Roblox-App keine Bewertungen mehr sehen konnten, sondern nur noch die Upvotes an sich. Und grundsätzlich halte ich es auch für wahrscheinlich, dass Roblox irgendwann dieses Dislike-Feature entfernen wird oder das Rating-System vielleicht komplett ersetzen wird, weil es einfach komplett broken ist. Dazu können wir uns einmal einen Tweet von Creecraft aus dem Jahr 2020 anschauen, in dem er meinte, er wünschte sich, dass das Roblox-Rating-System grundsätzlich besser wäre. Aktuell gibt es nur Likes oder Dislikes, was einem überhaupt nichts über die Qualität des Spiels aussagt. Abgesehen davon kann man diese Zahlen super leicht botten und darunter leiden ja sehr viele Spiele. Kleine Spiele, die sich gerade nach oben kämpfen, werden von irgendwelchen Competitors einfach runtergebottet, haben schlechte Bewertungen und die Leute spielen sie nicht mehr. Und das ist halt broken, das ist nicht gut und daran muss Roblox irgendwann was ändern. Wir wissen, dass Roblox immer sehr lange braucht, bis sie etwas unternehmen. Vielleicht brauchen die auch erstmal irgendeinen Skandal oder so, wer weiß. Aber es ist naheliegend, dass es irgendwann geändert wird. Entweder sie machen es sich einfach und entfernen die Anzeige der Dislikes grundsätzlich, wie bei YouTube. Oder sie bauen vielleicht ein neues Rating-System ein, wie auf Steam. Erstmal die Coin wieder einsammeln. Ein Entwickler von Roblox Jailbreak hat auf Twitter nämlich auch vor einem Jahr geschrieben, dass er der Meinung ist, dass die Dislikes auf Roblox entfernt werden sollten, weil sie halt von Bots abused werden. Und er schlägt vor, dass man ein Rating-System basierend auf der Anzahl von den Favorites und den Likes stattdessen anzeigen sollte. Und das hat eine ziemlich große Diskussion angestoßen, wo viele ihren Senf dazu abgegeben haben, aber grundsätzlich ist es gar keine so schlechte Entscheidung. Deswegen habe ich mir dann die Frage gestellt, für den Fall, dass Roblox irgendwann die Dislikes entfernen wird, will ich doch einmal gucken, was denn die meistgedislikten Spiele sind, welche Spiele am unbeliebtesten sind und das am besten jetzt, bevor es gar nicht mehr geht. Aber wie finde ich eigentlich die am schlechtesten bewerteten Roblox-Spiele? Wenn man auf der Roblox-Seite auf Entdecken geht, findet man ja nur die beliebtesten Roblox-Spiele, die am meisten ansprechend sind, für dich empfohlen sind. Man sieht ja an sich nur Spiele, die an sich gut sind. Natürlich sind da manche dabei mit einer schlechten Bewertung. Barrys Gefängnis hat 59%, ich weiß gar nicht warum, weil ich finde, diese Obby ist ziemlich cool. Gift-Simulator, keine Ahnung, hat auch eine relativ schlechte Bewertung. Oder Mega-Easy-Obby. Das ist mal ein anderes Vorschaubild. Aber an sich sieht man hier ja nur gute Spiele, die aus irgendwelchen Gründen auch vorgeschlagen werden. Dann bin ich auf Tracking-Seiten gegangen, wie zum Beispiel R-Track. Die tracken extrem viele Statistiken über Roblox. Gerade spielen 4,7 Millionen Spieler Roblox zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme. Die haben sehr viele verschiedene Tools, um ganz viel Zeug zu tracken. Und man kann sich hier auch die Most Popular Games anschauen. Ich habe mich aber umgesehen und herausgefunden, man kann nicht nach den Least Popular Games suchen. Man kann halt nur die unbeliebtesten Spiele der beliebtesten Spiele herausfinden, so halbwegs. Dasselbe war dann auch noch mit Roam Monitor Stats, eine weitere Seite, die Roblox Statistiken trackt. Aber hier genau das Gleiche. Man kann die beliebtesten und besten Spiele finden, aber nicht die schlechtesten. Gut, man könnte jetzt natürlich auf die Roblox Webseite gehen und suchen oder mit irgendwelchen Plugins filtern. Ich kann zum Beispiel hier durch ein Plugin, das ich habe, Filter einstellen, dann Maximum sagen, yo, ich möchte nur maximal 10% Like-Dislike-Ratio, apply Filters, und dann sehe ich alle Spiele, die, oh, okay, bei R-Track funktioniert das nicht, weil das von einem anderen Plugin hinzugefügt wird, aber ihr seht, es werden keine Spiele vorgeschlagen, die 10% oder schlechtere Dislike-Ratio haben. Dementsprechend, ja, funktioniert das so schon mal nicht. Wir können auch nicht auf die Suche gehen und dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, wonach ich suchen kann. Vielleicht nach einem Sternchen für alles? Dann kommt offenbar nicht alles, dann kommen irgendwas. Was ist das, bitteschön? Das ist also auch nicht der way to go. Aber Entdecken ist ja schon mal ein guter Hinweis. Man kann ja auf die am meisten ansprechenden Spiele gehen, dann auf alle Anzeigen. Dann sieht man hier schon mal am meisten ansprechend. Und ich dachte mir, okay, wenn ich die Statistiken nicht von irgendjemand anderen bekomme, der sie trackt, und Roblox sie mir nicht geben will, dann muss ich sie halt selber tracken. Also habe ich ein Skript geschrieben, dass die Roblox-Webseite scraped und sich dann aus der Roblox-Entdecken-Seite die beliebtesten Spiele raussucht und dann nach Dislikes sortiert. Das Problem dabei war halt, ich habe dafür keine richtige API gefunden. Zumindest nicht auf dem ersten Blick in der Liste der unterstützten APIs. Dann muss ich halt, wenn es keine API dafür gibt, die Seite an sich scrapen. Das heißt, ich habe ein Skript geschrieben, dass sich diese Webseite holt und dann da erstmal alle Spiele raussucht. Doch dann bin ich auf das nächste Problem gestoßen. Wenn ich mit einem Skript diese Webseite hier hole, dann sieht sie so aus.
ohne JavaScript funktioniert nichts. Das heißt, ich müsste theoretisch JavaScript ausführen, um die Seite wieder zu vervollständigen. Das ist auch nicht der Way to go. Also habe ich die Seite einfach mal in einem privaten Fenster aufgerufen, habe in die Konsole geguckt, wenn man nicht angemeldet ist, alles clear ist, habe in die Netzwerkanalyse geguckt, habe da erstmal nichts gefunden, habe dann in die Konsole geguckt und habe dann, nachdem ich eine Weile nach unten gescrollt bin, herausgefunden, wenn ich jetzt scrolle, werden neue Sachen geladen. Wir sehen, hier werden ganz viele Bilder geladen, die Vorschaubilder von Spielen. Doch ganz oben gibt es da eine Get-Anfrage und wir sehen, hier, nach dieser Anfrage bekommt man einfach die ganzen Spiele zurück, die geladen werden. Also habe ich ein Skript geschrieben, das genau diese Anfrage an die Roblox-Server schickt, um die ganzen beliebtesten Spiele rauszufinden. Aber Conny, die beliebtesten Spiele sind ja nicht gleichzeitig die unbeliebtesten und das stimmt. Aber theoretisch sind sie es ja schon, weil ein Spiel kann ja nur super viele Dislikes haben, wenn es auch super viele Spieler gab, die es schon mal gespielt haben. Dementsprechend fallen alle Spiele, die gar niemand gespielt hat, schon mal raus. Ich habe hier ein sehr simples Python-Skript geschrieben, das ist auch ziemlich hingerotzt, also bitte kritisiert mich nicht für die Qualität meines Codes. Es ging mir nur darum, möglichst schnell diese ganzen Spiele zu scrapen. Und das Ergebnis lässt sich sehen. Wir klicken hier auf Play, Skript wird ausgeführt, auf einmal haben wir hier output.txt. Gucken wir rein und wir sehen, das meist gedislikte Spiel ist Brookhaven? Hä? Kann das sein? Nein, es kann nicht sein, weil wir hier immer noch nicht alle Spiele haben. Ich muss das öfter durchlaufen lassen und auch meinen Suchradius vergrößern, damit ich mehr Spiele bekomme, die ich dann nach Dislikes sortieren kann. Das Ganze habe ich auch schon gemacht und bin dann am Ende bei dieser Liste rausgekommen. Und das Spiel mit den meisten Dislikes auf Roblox ist, wer hätte es gedacht, Adopt Me mit 1.273.661 Dislikes. Schön ist, ich habe mir hier auch einen Code geschrieben, der den Link direkt rausgibt. Das heißt, ich kann den Link eingeben, komme dann direkt auf die Seite von Adopt Me auf Deutsch. Wir sehen auch, die Dislike-Anzeige stimmt ungefähr. Hier sind schon wieder ein bisschen mehr Dislikes, weil ich dieses Skript hier gestern durchlaufen lassen habe. Ihr seht also, Adopt Me kriegt richtig viele Dislikes zusammen, wenn es jetzt schon wieder 1000 Dislikes mehr sind, also fast 1000 Dislikes mehr als gestern Abend. Es sind gerade mal 13 Stunden seitdem vergangen. Aber da schauen wir uns mal an, warum dieses Spiel so gedisliked wird. Und willkommen in Adopt Me. Ihr seht, ich habe früher ja auch Adopt Me gespielt auf meinem Roblox-Kanal, deswegen habe ich dieses wunderschöne Outfit und auch ein Roboterhund, der wurde inzwischen auch schon übersetzt. Adopt Me wurde natürlich gedisliked, weil es halt das größte und beliebteste Roblox-Spiel für eine ganze Weile war und das hat einigen Spielern natürlich nicht gepasst, unter anderem auch der Adopt Me Base, die dann auch teilweise irgendwann enttäuscht war davon, wie es gelaufen ist. Was ist das mir für ein Haus? Das sieht cool aus. Ui. Dieser Schein, der da rauskommt, super geil. Und ich immer noch mit meiner kleinen Bruchbude hier. Aber ich habe ein paar gute Pets, also glaube ich. Ich habe hier noch ein Fossil-Egg. Ich glaube, die sind inzwischen was wert. Oder ein Ocean-Egg. Natürlich mein Neon-Robodog. Was habe ich noch? Ich habe einen Ride-Pinguin. Oder eine Fly-Ride-Cat. Und das Wichtigste ist natürlich das Hoverboard. Weil das Hoverboard ist hier ziemlich cool. Ich frage mich, warum die in Pet-Simulator das Hoverboard nicht so gemacht haben wie in Adopt Me. Das wäre jetzt eigentlich nicht das Riesenproblem, dem Hoverboard so ein bisschen mehr Physics zu geben. Weil das ist cool, das fühlt sich geil an. Ich finde, Adopt Me hat es schon verdient, so groß zu sein, weil die halt auch viel Arbeit in das Spiel gesteckt haben. Es ist halt nur kein so cooles Spiel an sich, aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich rundes Spiel, würde ich sagen. Das zweitmeist gedislikte Spiel ist dann wiederum Tower of Hell. Und Tower of Hell kann ich absolut verstehen, warum das so gedisliked ist, weil es frustrierend ist. Die Leute mögen es nicht, runterzufallen und zu verlieren, aber Tower of Hell hat auch ziemlich viele Likes. Theoretisch müsste ich das Skript nochmal durchlaufen lassen und dann nach der schlechtesten Like-Dislike-Ratio suchen. Wisst ihr was? Das werde ich jetzt auch einmal machen. So, das habe ich jetzt gemacht. Hier seht ihr noch einmal die Spiele mit den meisten Dislikes. Auf Roblox, Adopt Me, Tower of Hell, Einbrecher, Ausbrecher, Brookhaven. Das ist alles auf Deutsch übersetzt, weil ich die Seite auf Deutsch gescrapt habe. Arsenal, Murder Mystery, Meep City. Das sind die Spiele mit den, der Hood, meisten Disliken der Kapuze, Alter. Piggy hat auch ziemlich viele Dislikes. Krass, oder? Und Pet Simulator X ist auch sehr weit oben. Aber jetzt schauen wir uns mal die Spiele mit der schlechtesten Like-Dislike-Ratio an. Das geht natürlich nicht über ganz Roblox, sondern nur über die, ich glaube, ich habe die Top 200 Spiele, die unter beliebt zu finden waren, gescrapt. Da sind ja manchmal ein paar kleine Spiele dabei, aber die meisten sind riesengroß. Mal schauen. Der Output sieht so aus. El Obby de Roblox. Admin gratis. Natürlich hat die schlechteste Like-Dislike-Ratio eine Free Robux Obby. Die schauen wir uns natürlich an. Hier sehen wir El Obby de Roblox. Admin gratis. Uiuiuiui. 1200 Likes,
3530 Dislikes. Ich möchte ehrlich gesagt nicht reingehen, weil ich nicht weiß, ob ich gescampt werde. Dementsprechend gehe ich da einfach mal mit einem zweiten Account rein. Und da sind wir jetzt drin in genau diese Obby, habe ich schon so oft gespielt. Das ist das meist gedislikte Roblox-Spiel, das ich jetzt finden konnte mit meinem Script. Und ich glaube nicht, dass die so viele Robux gemacht haben. Die haben mit der Zahl natürlich gemogelt und irgendeine Zahl angegeben. Und ja, es ist einfach nur eine unendlich lange Obby. Ich glaube 100 Stages und man wird hier keine Robux bekommen am Ende. Ich finde auch blöd, wie hier Nacht ist. Das gibt nicht mal einen coolen Vibe. Ich mache auch mal hier die Musik aus, weil mich nervt die Musik. Ja, aber es ist einfach nur eine blöde Robux-Obby, in der man keine Robux bekommt. Und halt auch genau das Modell, das ich schon hunderte Male spielen durfte, während ich nach Free Robux gesucht habe. Wow. Aber die Frage ist das das meist gehasste Spiel, nur weil es die schlechteste Like-Dislike-Ratio hat? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, das meist gehasste Spiel ist schwer auszumachen. Es wird wahrscheinlich irgendwas zwischen dem meist gedislikten und dem schlechtesten, bewertesten Spiel sein. Schwer zu sagen, aber diese Obby hier werde ich jetzt nicht weiter zocken, weil nur weil da oben ein Robux-Symbol ist, kann es meine Aufmerksamkeitsspanne nicht halten. Wir schauen uns das nächste Spiel an. Und das ist Stadt Austena. City of Austin. Okay. Das Spiel hat einen Spieler, hat 7 Likes und 14 Dislikes. Aus irgendeinem Grund hat dieses Spiel es in die Top 100 beliebtesten Spiele geschafft. Es gibt ja immer so ein paar Ausreißer, aber sowas werde ich auf jeden Fall nicht spielen. Dann haben wir hier noch Mobile Legends Tycoon. Alter, einfach irgendwelche Coverarts klauen. Sehr schlechte Like-Dislike-Ratio. Und ich schaue mir das Spiel jetzt einfach nochmal an, ne? Es ist so ein Tycoon. Es ist so ein Tycoon. Aber schönes Model. Sicher nicht selbst gemacht, sondern einfach nur runtergeladen. Oder vielleicht sogar aus der Toolbox, wer weiß. Ja, und wir wissen, wie solche Tycoons laufen. Die läuft jetzt herum mit ihrem Schwert und möchte Leute töten. Warte, gibt es überhaupt einen Tycoon, den ich claimen kann? Auf dem Server sind mehr. 1, 2. Lancelot. Orange. Orange ist nicht geclaimed. Ach so, okay. Ich dachte schon, auf dem Server wären mehr Spieler, als es Tycoons gibt. Aber ja, es ist ein normaler Tycoon, den man schon 100-mal so gesehen hat. Nein, ich will keinen Neon-Dropper kaufen. Jetzt muss man hier. Muss man draufdrücken? Nee, der Dropper funktioniert immerhin automatisch. Ja, wow, cooles Spiel. Das gibt ein Like von mir. Nein, gibt es nicht. Vor allem für dieses freche Vorschaubild, das nichts mit dem Spiel zu tun hat. Es wäre cool, wenn es mal ein Roblox-Spiel gäbe, das so aussieht. Aber auch die Mobile-Games sehen ja nicht so aus, die solche Vorschaubilder benutzen. Und auf Platz 4 haben wir dann Blox Fruit 2. Oh mein Gott, endlich Blox Fruit 2 mit 4000 Dislikes zu 2500 Likes. Das müssen wir uns natürlich auch noch anschauen. Ich wusste gar nicht, dass es einen zweiten Teil von Blox Fruit gibt. Dieses Spiel ist stark von Blox-Früchten inspiriert. Okay, ich bin natürlich ein Pirat und sterbe. Cool. Okay, jetzt bin ich hier. Dieses Spiel ist stark von Blox Fruit geklaut, würde ich sagen. Also ich habe Blox Fruit nur einmal gespielt, das ist sehr lange her. Und bisher sieht das Spiel für mich so aus wie Blox Fruit. Aber, nein, danke. Oh mein Gott, und endlich kriegen wir mal eine Obby. Eine Escape Jail Obby. Warte mal. Ist das einfach das Spiel mit Barry's Prison, aber geklaut? Weil das da ist Barry auf dem Vorschaubild. Haben die Barry's Prison geklaut? Das könnt ihr nicht machen. 533 Dislikes. Escape Jail Obby. Wir gehen rein. Es gibt einen Ladescreen. Ihr seht ihn noch nicht, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt seht ihr ihn. Ach nee, oder? In Kürze verfügbar? Schwer ist nicht mal verfügbar? Dann halt leicht, okay. Die haben einfach Barry's Prison geklaut. Aber es ist nicht mehr in der First Person, ne? Ich glaube, Barry's Prison war in meiner First Person. Aber das war den wahrscheinlich, das war wahrscheinlich nicht drin für den zu coden. Wow. In der Third Person ist er viel langweiliger. In der First Person hatte man dann viel geileres Feeling, wenn man hier durchgelaufen ist. Und ich glaube, die Beleuchtung war auch düsterer als jetzt. Also, ich weiß ja nicht, ob ich das so cool finde, dass sie einfach ein Spiel klauen und fundamentale Features entfernen. Und oben gibt es gratis. Ich muss nur 9 Minuten im Spiel drin bleiben, dann kriege ich gratis. Wie wäre es mit Nein, Spiel beenden? Ach so, das meinen die damit. Ich dachte, ich kann damit einfach verlassen. Das wäre nämlich cool. Na, guck mal, da hinten ist Barry. Ich laufe einfach hoch. Was will er machen? Ja, sich zurückteleportieren. Alles klar. Und dann sind hier wirklich solche Leute drin, die das Spiel spielen. Das sind wahrscheinlich alles Dreijährige. Guck dir an, die strugglen ja schon beim Vorwärtslauf. Ah, ich habe vergessen, den Knopf da unten zu drücken. Schlau von mir. Naja, aber so geht meine Liste dann halt ewig weiter mit den meist gedislikten und den schlechtest bewertetsten Spielen. Wenn wir nach ganz unten gehen, sind wir das bestbewertetste Spiel. Und das ist der Anime Fighting Tycoon. Oh, das hätte ich auch nicht gedacht, dass der die beste Bewertung hat. Weil ich fand den Anime Fighting Tycoon gar nicht so cool. Aber wer weiß, vielleicht hat er ordentliche Updates bekommen. Zumindest wurde er vor 11 Tagen aktualisiert. Könnt ihr euch natürlich auch angucken. Ich werde diese beiden Listen hier in der Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr euch die Spiele dann selber alle angucken. Die Listen werden natürlich, wenn ihr das Video seht, outdated sein. Weil ich das Video vorproduziere und ich werde das nicht immer weiter updaten. Das Script, wie ich das hier gemacht habe, kann ich euch nicht geben,
weil ich für das Skript einen Roblox Security Cookie verwendet habe. Und ich möchte euch gar nicht erst in die Richtung natschen, dass ihr irgendwas mit euren Cookies macht, denn das kann ziemlich gefährlich werden. Ihr solltet am besten keinen Leuten im Internet trauen, wenn die sagen, yo, ich habe hier ein Python-Skript, du musst nur deinen Roblox-Security-Cookie da reinpacken und ausführen, weil es könnte ja sein, dass ich euch scammen möchte. Und auch wenn ihr mir vertraut, Vorsicht sollte geboten sein, wenn ihr nicht wisst, was das Skript wirklich macht und nicht versteht, was da drin steht, lasst es lieber sein. Deswegen könnt ihr euch die Ergebnisse anschauen, das Skript gibt es jedoch nicht von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Ihr könnt jetzt auf das Video klicken, das euch hier angezeigt wird. Ihr könnt übrigens auch gerne in bewährte alle Roblox-YouTuber reingehen, wenn ihr Roblox Premium habt und einfach nur chillen, weil dann bekomme ich Robux. Bis dann und ciao!